Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Sonic the Lost World. Manche werden sich jetzt vielleicht wundern, warum stehst du in der Windy Hill Zone? Ja, das liegt daran, dass ich nämlich in der Zone 4 das nochmal ausprobiert habe und wie man sieht, habe ich alle roten Ringe. Der Trick ist dabei bei Asteroid, mehr Sachen zu zerstören, weil dann wird sein Sprungradius größer. Dadurch kommt man dann höher und kommt dann auch an den roten Ring. Das habe ich vorher nicht gewusst. Ich habe es mit ausprobiert und so. Übelst viel. Ich habe, glaube ich, jetzt 30 Minuten nur diesen Mann da probiert. Ja, muss man erst wissen, damit man da hinkommt. So, ich habe mich auch nochmal umgeguckt. Ich weiß, wo man hier jetzt den roten Ring bekommen. Das, was ich eigentlich schon vermutet gehabt habe, aber mir nicht gedacht hat, dass es wahr ist, ist es aber leider doch. Und zwar bei der Einweggabelung, wenn ich, sobald ich da dort bin. Also ich begebe mich jetzt, weil ich schon wieder vergessen habe, einfach zu labern, weil ich so vertieft bin. Nee, ich begebe mich jetzt einfach an die Stelle, wo ich gemeint habe, jetzt zum Anfang. Damit ihr wisst, was ich meine mit der Weggabelung. Ich glaube, ihr wisst es bereits, aber ich möchte es euch auch noch zeigen. Hier in diesem Let's Play. Wow. So, und dann laufen wir hier durch, hier rüber, und hier sind die Weggabelungen, was ich gemeint habe. Und zwar bin ich doch hier längs gelaufen, da ist doch der eine, genau, hier. Und wenn man jetzt hat, wieder zurückläuft, ja, war wieder klar. Wenn man jetzt da wieder quasi zurückgehen würde und hier dann entlang geht, dann sind hier doch die Ringe. Fast. Und da kann man dann da mit den Wandlaufen, Wandsprüngen weiter nach hinten gelangen und dort kommt man in einen Sonderraum, wo es dann weitergeht. Wenn ich es jetzt hinkriegen würde. Aber irgendwie bin ich gerade zu doof mal wieder dafür. Also nichts Neues wäre bei mir. Dass ich oftmals fehle. Das gibt's doch nicht. Ich hätte es doch wohl schaffen. Oh, da wollte ich doch gar nicht hin. Jetzt geht der Wandlauf wieder zu weit. Es ist zum Kotzen. Und so geht's mir ständig, Leute. Die ganze Zeit geht's mir so. Auch wenn ich offline spiele, die ganze Zeit passiert sowas. Wo du dir denkst, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein eigentlich. Ja, das denke ich mir nämlich auch immer. Oh Mann. Er macht's aber auch nicht. Er macht's auch nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, nicht das schon wieder. Springen wir normal zurück. So. Jetzt macht er den Wandlauf, den wollte ich gar nicht. Der war ein bisschen zu niedrig. Aber er läuft automatisch ums Eck. Okay, dann brauche ich gar nicht hüpfen. Okay. Gut zu wissen. Er läuft doch nicht ums Eck. Oh Mann. Das darf doch echt nicht wahr sein. Liebe Leute, das darf echt nicht wahr sein.
Das gibt's doch jetzt nicht. Es war so klar, so klar. Komm, nimm mal auf, ist wieder peinlich. Dann geht's wieder los, dass ich gar nichts zusammenbringe. Nichts. Nix. Es ist zum Kotzen. Jetzt hätte er es gemacht, Warum? Sonny, komm bitte. Mach's jetzt einfach mal. Komm bitte. Jetzt einfach mal, weil es gerade lustig ist. Macht es natürlich nicht. Ah ja, klar. Warum? Komm. Das darf echt nicht wahr sein. Wann muss ich da hüpfen, bitte? Nein, ich will nicht vorspringen. Ich will diesen roten Ring haben. Ich schaff's nicht. Ich schaff das nicht, das gibt's doch nicht. Alter, das macht mir jetzt gerade echt ein bisschen fertig hier, warum ich das jetzt nicht schaffe. Na klar. So. Jetzt, komm, jetzt. Ah, ich war doch schon. Das darf doch nicht wahr sein, das darf doch echt nicht wahr sein. Ich stell mich an, das ist echt sagenhaft. Ich krieg das nicht hin. Das darfst du echt kein erzählen. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Warum kriege ich das jetzt nicht hin? Das ist brutal. Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Ich bin zu doof dafür. Keine Ahnung. Ich krieg's nicht hin. Das nicht hin. Das ist doch sagenhaft. Das ist doch sagenhaft. Jetzt wäre wahrscheinlich sogar weitergelaufen, aber nein, ich mache wieder so einen Scheiß. Mach ich den Schmarrn schon wieder. Spiel vorbei, war klar. Auf alle Fälle geht's da hinten quasi dann weiter in einen Raum und dort kann man den roten Ring finden. Ich werde es jetzt nochmal probieren, weil mich das übelst ankotzt. Jetzt einfach, dass ich das nicht schaffe. Das nervt mich nämlich übelst, Leute. Ich will das schaffen, das gibt's doch nicht.
Hier wäre noch mal einer gewesen. Und ich hoffe, dass ich das jetzt endlich hinkriege mit den scheiß Wandlaufen. Sonst kriege ich es auch hin. Und kaum nehme ich auf, geht's wieder nicht. Als ob es verflucht wäre. Es will nicht gezeigt werden. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es darf nicht wahr sein. Es darf echt nicht wahr sein. Jeder andere schafft das. Ich nicht. Das gibt's doch nicht. Was? Warum? Und warum springt der immer so komisch nach oben? Das kotzt mich voll an, das kotzt mich so an. Da, jetzt macht er wieder den. Das ist doch echt nicht mehr normal. Leute, das ist echt nicht mehr normal. Du machst es schon, du drückst und tust und das macht er einfach nicht. Mann, hey. Ich will es euch zeigen. So geht's auch nicht. Wo ich das erste Mal gespielt habe, habe ich es doch auch hingekriegt. Warum kriege ich es jetzt nicht hin? Was mache ich jetzt anders? Keine Ahnung, Leute. Auf alle Fälle ist es da hinten. Ich werde es offscreen machen, weil das will ich euch nicht zumuten, dass ihr mir da noch so auf beiden Fällen zuschaut. So, dann begeben wir uns hier wieder oben rein. Damit da mal ein bisschen was vorwärts geht. Das ist der vorige, das nervt mich jetzt. Echt, ey, Leute. Das gibt es nicht. Das nervt mich jetzt echt tierisch. So, hier ist nämlich der zweite rote Ring. Weil die steigen nämlich. Und das heißt, man muss die Glocke verfolgen. Da muss man einfach in die Wasserfälle rein. Und die gehen immer schön nach oben. Und das muss man einfach bloß rechtzeitig timen. Ich bin wieder zu doof dafür. Dass ich das mache. Es ist doch zum Kotzen. Ja, ganz ehrlich, ey, es ist doch sowas von zu kotzen, ey. Jetzt stirb endlich. So. Nochmal. Und zwar jetzt holen wir jetzt die doofe Glocke. Hier geht es ja nach oben. Und da hinten sieht man sie eigentlich schon rumwimmeln. So. Nein! Das gibt's doch nicht! Ah, das
ist doch echt nicht wahr, Leute. Es darf nicht wahr sein. Es war ja noch nur ein Checkpoint. Ich bin so doof. Ich bin doof. Das gibt es nicht. Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Jetzt halt zusammenreißen hier. Mitdenken bei der Arbeit. So. Hier. Da ist die Glocke. Nicht in die Booster laufen. So, jetzt hoch. Hoch, 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 hoch. Komm, 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 komm. Ja. Ja. Ja, wir haben ihn. Den zweiten roten Ring. Ich glaub's ja. So, jetzt muss man hier erstmal durch. Die ganzen Sachen, die brauchen wir alle nicht. So, hier der Ring, hier hoch, hier rüber. Ah, Fallspring vergessen. Und so, hier rüber. Da wollte ich hin. So. Und zwar hier wieder alle Schmetterlinge einsammeln. Für die Blume, die schießt uns weiter. Und zwar muss man hier den dritten Wasserfall nehmen. Dann nach rechts rüberspringen. Dass man da irgendwie hinkommt. So. Anlauf nehmen, rüberspringen. Und hier ist der letzte rote Ring. Wie einfach. So. Und das war das ganze Geheimnis hier in diesem Level. Eigentlich simpel. Ich war mal wieder zu doof dafür, dass ich es auf Anhieb alles finde. Ist ja keine Neuigkeit bei mir. Ich bin auch zu doof, dass ich den einen Wand-Dingsbums da mache. In dem Anfangsgebiet. Ah, ich werde es offscreen nachmachen. Also, ihr verpasst da nichts. Dass ihr 1000 Versuche brauchen, bis ich es endlich mal hinkriege. Aber ihr wisst jetzt halt im Endeffekt, wo es gibt. Vielleicht nehme ich es auch noch auf. Mal gucken, dass ich es dann einfach zusammenschneide. Und dann als Sonderpart, als ganz kurzen, nochmal extra hochlade. Für euch. Wo man ihn dann findet. Dass ich es das vielleicht dann nochmal gezeigt habe. Ich werde das nochmal üben oder so und dann werde ich es euch nochmal zeigen, wo man ihn im Endeffekt findet. Ich glaube, so werde ich es machen. Jetzt kann ich eigentlich hier noch Leben sammeln. Hm, machen wir auch. Wenn wir schon mal hier sind. Das war eigentlich alles nicht schwer eigentlich. Also das eine mit dem Wandlaufen, das ist halt einfach das scheiße gelaufen. Und ja, ich hoffe, dass ich es endlich hinkriege und dann ist das auch vorbei, die ganze Sache. Ich werde es nochmal ein bisschen üben für mich selber. Sobald ich es geschafft habe. Werde ich nochmal eine Aufnahme starten und das dann mit euch gemeinsam machen. Ich glaube, so ist die beste Idee, genau. Das Level ist jetzt vorbei. Hier haben wir alles einkassiert. Ah, Mist. Genau, dann haben wir jetzt auch dieses Level geschafft. Sehr, sehr schön ist das. Sehr, sehr schön. Oh, Leute, das war's für diesen Part, weil ich will jetzt nicht noch ein Part überziehen. Ich werde dann wieder, also ich werde es jetzt nochmal versuchen in der unteren Zone. Ich wollte euch nämlich das bloß jetzt mal genauer zeigen, dass ihr noch ein bisschen was habt an dem Part. Und ich werde es hier nochmal probieren, alleine halt offscreen und üben, dass ich das endlich hinkriege. Und wenn ich das dann endlich kann, dann
starten wir den nächsten Part genau wieder hier. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und dass wir dann noch weiter auf die 100% Jagd gehen können. Ich wünsche euch bis dahin noch viel Spaß und ciao, ciao.